Hallo meine Lieben, willkommen beim weiteren Pick-a-Pie von mir. Heute mache ich das aufgrund von jemandem, der eine Anfrage hat. Diejenige hat ein Date am Freitag und hat gesagt, sie würde gerne wissen, wo das hinführt mit dieser Person. Und ich dachte, gut, dann mache ich jetzt ein Pick-a-Pie, wo jeder, der in irgend so einer Lage ist, dass er jemanden kennt, es muss nicht immer Liebesbeziehung sein, es kann auch einfach jemand sein, wo man nicht richtig weiß, woran man ist. Ja, es gibt Menschen, die sagen einem, oh, ich habe Gefühle oder oh, ich könnte mir Freundschaft vorstellen oder oh, irgendwie finde ich dich toll, ich hab das Gefühl, wir sind verbunden, da ist eine Verbundenheit zwischen uns und trotzdem weiß man manchmal nicht, woran man ist. Und jetzt schauen wir mal in den Piles jeweils. Den du wählst, wie die Sache sich entwickelt, ob da Potenzial ist, egal ob das jetzt Liebe, Freundschaft oder sonst was ist, ob da menschlich Potenzial ist, oder ob es eigentlich auf nichts hinausläuft und die ganze Zeit wahrscheinlich nur eine Hinhaltetaktik ist oder was auch immer. Wir werden sehen, ich werde sehen, ihr wählt, zwischen drei verschiedenen Piles. Ihr habt die Wahl zwischen Pile Nummer 1, und dem Crazy Lace. Ist eigentlich lustig, Crazy Lace. Ich weiß gar nicht, ob es da eine deutsche Bezeichnung für gibt. Dann dem Rotierquarz. Und also das ist Pile Nummer 2. Und Pile Nummer 3 ist der Fuchsit. Da glaube ich so ganz, ja, leichter Glitzer ist da drin. Genau, ich packe die Timestamps in die Infobox, sodass ihr das direkt anklicken könnt. Gebe euch jetzt die Auswahlmeditation, dass ihr in euch reinfühlen könnt, zu welchem Pi ihr euch hingezogen fühlt. Und wir sehen uns dann gleich im entsprechenden Pi wieder. Macht's gut. Also nicht macht's gut, bis gleich, wollte ich sagen. Hallo, Pi Nummer 1 mit dem Crazy Lace. Mal gucken, ob das schon Hinweis ist vom Namen her. Crazy. Aber wir gucken mal. Okay. Es ist fast so, als ob, wie soll ich das sagen? Alles ist so unruhigend. Dann kommt was Stürmisches. Und dann sprudelt so ungefähr die Lava, es öffnet sich was, es kommt was raus. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Das kann in beiderlei Hinsicht sein. Es kann einmal sein,
dass du dich selbst auf einmal mehr öffnest, ehrlicher mit dir umgehst, ehrlich sagst und denkst, was du fühlst, also ehrlich sagst, was du denkst und fühlst und nicht mehr jemandem ungewissen lässt, sondern klar raussprudelst, so ist es. Es kann aber auch sein, dass derjenige so ist und dir direkt sagt, ja, ich habe Gefühle oder ja, ich will eine Partnerschaft oder ja, ich möchte Freundschaft, ja, ich möchte, dass wir das ausbauen. Oder eben, dass derjenige auch direkt sagt, nee, das ist eigentlich nicht meins. Aber irgendwie geht es darum, dass, weil hier kommt so diese Strahlung von oben, so dieses heftige, stürmische, es kann sehr emotional sein, es kann auch nicht immer leicht sein, aber definitiv dient es der Klärung und es dient auch dem Abfluss von jeglicher schmerzhafter, zurückgehaltener Emotionen. Ja, also derjenige, um den es geht, ist eigenwillig. Es kann aber auch sein, dass du eben eigenwillig bist. Eigenwilligkeit kommt immer darauf an, ne? Wenn man harmoniert, ist Eigenwilligkeit, ja, wenn die synchron ist, dann sind beide eigenwillig, hervorragend. Aber wenn man irgendwie unterschiedlich eigenwillig ist, dann klappt es nicht. Weil manchmal sagt jemand, oh ja, ich bin auch eigenwillig oder ja, manchmal bin ich auch stur. Aber derjenige ist dann bei ganz anderen Sachen stur als du. Oder ist da ganz anders eigenwillig als du und auf einmal würdet ihr euch da krachen, weil dieses eigenwillig, da kann man so leicht projizieren und sagen, ach, da ist auch jemand ein bisschen wie ich oder das ist auch ein bisschen Außenseiter oder das ist auch ein bisschen, aber dann weiß man nicht, in welcher Form ist er Außenseiter, wo genau ist er denn jetzt Außenseiter? Ist er Außenseiter, weil er seine Meinung sagt? Ist er Außenseiter, weil er sich zurückzieht? Ist er Außenseiter, weil er rebelliert, weil er bestimmte Themen nicht mag? Ja, es kann sein, dass du mit manchen Themen überhaupt kein Problem hast und sagst, ach naja, so ist es halt, ist jetzt nicht so wild und derjenige würde aber bei den Themen an die Decke gehen und total rebellieren und total seine Meinung allen sagen und du wärst so wie, ja, okay, das ist jetzt nicht ganz so meins und dann würdest du an anderer Stelle wieder sagen, das kann man überhaupt nicht dulden und derjenige wäre so wie, ach naja, das stört mich jetzt nicht und dann kann man zwar irgendwie eigenwillig sein oder stur oder rebellisch, aber man ist es nicht bei denselben Sachen und dann knallt's. Deswegen sage ich auch immer, man sollte, wenn man in eine Beziehung geht, auch in eine Freundschaft geht, ähnlichen Humor haben, ähnlichen Sarkasmus, ähnlich auch so ein Gerechtigkeitssinn bei den ähnlichen Sachen. Es geht nicht darum, dass man nur einen Gerechtigkeitssinn hat, sondern beim was hat man den Gerechtigkeitssinn? Oder wo setzt man sich ein? Oder wo hat man eigentlich, sagen wir, die Nase voll und will gar nichts tun? Habt ihr das beide? Weil es kann sehr, sehr anstrengend sein, wenn jemand immer so ist wie, also jetzt nur mal so als Beispiel, jemand ist ein Extrovert und der andere ist ein Introvert und der Extrovert ist immer so wie, lass uns rausgehen, lass uns die Sonne genießen, lass uns in den Garten gehen, lass uns was machen, Leute treffen und der Introvert ist so wie, ist nicht meine Welt. Natürlich kann das mal auch bereichernd sein, wenn man mit einem Extrovert rausgeht und auch mal ein bisschen was macht, aber man wird sich auch da immer wieder verloren fühlen. Man wird auch da wieder die Isolation irgendwie suchen und nicht nur, dass man sie sucht, sondern man bekommt sie auch automatisch. Es ist einfach so, es passiert. Es ist so eine Aura, die man mit sich mitbringt. Deswegen Introverts suchen sich nicht aus, Introverts zu sein. Sie spüren einfach, dass sie mit vielen Menschen nicht können, mit vielen nicht schwingungsgleich sind und deswegen automatisch sich diese Aura bildet. Und deswegen sage ich immer, man muss gucken, ob man ein ähnliches Temperament hat, ob man eine ähnliche Vorstellung hat, wie man auch leben will. Wie will man leben? Wie soll das zu Hause sein? Ganz oft ist es so, man verknallt sich in jemanden oder man lernt jemanden kennen. Aber hat man dieselbe Vorstellung, was zum Beispiel Tiere angeht, Haustiere, dieselbe Art und Weise, wie man einen Garten führen würde? Oder lässt derjenige dich das alles nur machen? Oder wenn man sagen würde, man renoviert gerne, wollen beide renovieren? Oder hängt nur einer an der Sache dran? Und natürlich kann man auch einen haben, der das treibende, ja, der treibende Keil ist, der sagt, ich bin derjenige, der das jetzt anführt. Aber der andere muss Spaß haben, es mitzumachen. Ansonsten wird es problematisch und dann bleibt der eine immer nur an dem hängen letztendlich und wird sich wieder alleine fühlen. Deswegen da ein bisschen genauer hinschauen. Ich glaube, so die Sache, die wird in Ordnung gebracht werden, alleine durch offene und direkte Kommunikation. Und eins kann ich euch sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, sprichst du etwas direkt an und du hast die ganze Zeit Angst davor gehabt, ist dieses Angsthaben davor viel, viel schlimmer, als es direkt angesprochen zu haben. Das Nicht-Tun ist viel dramatischer, weil der Kopf sich sonst was ausmalen kann, als wenn du es dann einfach tust. Ja, manchmal kommt nicht das raus, was du hören willst, manchmal weißt du auch nicht richtig, was du sagen sollst, manchmal zittert auch die Stimme. Aber hast du es gesagt?
ist es raus und der andere muss damit leben. Und genauso so klären sich aber Sachen und so lösen sich Sachen auch auf. Ja, werd dir bewusst, dass du genug hast und auch genug bist, so wie du bist, egal wie die Person dir gegenüber ist. Ja, du hast immer genug. Hier geht es definitiv auch wirklich um die Gefühlswelt, ja, weil der Mond ist der Herrscher von deinen Gefühlen. In der vedischen Astrologie sagt man, der Mond ist das wichtigste Zeichen. Dann erst kommt Aszendent und Sonne. Also da geht es wirklich darum, welches Mondzeichen hast du. Das bestimmt nämlich tagtäglich, wie es dir geht. Weil der Mond wechselt ja alle 2,5 Tage. Das heißt, der Mond hat relativ starken Einfluss im Gegensatz zur Sonne, die alle, sagen wir mal, 28 Tage wechselt. Was ein viel längerer Zyklus ist, natürlich der Aszendent auch. Aber ich wollte euch nur sagen, der Mond ist halt, ne, in der vedischen Astrologie definitiv der stärkste, einflussreichste Planet. Und nach dem geht man auch, ob man mit jemandem kompatibel ist. Man guckt sich erst das Mondzeichen an. Und man sagt auch, wenn jemand passen sollte, natürlich soll man in der Astrologie nicht alles, ne, schwarz-weiß denken, aber bist du zum Beispiel eine Frau und du datest einen Mann, sollte der Mann dein Stupser sein. Das heißt, sein Mondzeichen sollte vor deinem Mondzeichen kommen, damit er auch aktiv pusht, ja, damit er auch macht. Und wenn es jetzt um Gleichgeschlechtlichkeit geht, da gibt es auch ja trotzdem manchmal eine Rollenverteilung. Zwar nicht so, aber es ist schon, einer übernimmt irgendwo energetisch zumindest ein bisschen den treibenden, aktiveren Part. Und derjenige sollte dann auch den Mond vor deinem haben. Okay. Ja, ich glaube, du sollst dich durchsetzen, du sollst auch deine Ansprüche, weil ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist ein bisschen Potenzial, aber du solltest das mehr sagen. Du solltest sagen, was du willst. Weil ansonsten wirst du nämlich langfristig erschöpft aus der Sache rausgehen, weil das zu viel, kennt ihr das? Permanent aufs Handy gucken, permanent gucken, ob man eine Nachricht gekriegt hat, nicht richtig schlafen können, immer unruhig sein, sich ständig fragen, warum man keine Antwort bekommt, ob man eine falsche Nachricht geschrieben hat, ob man komisch reagiert hat, ob man zu viel geschrieben hat, ob man zum falschen Zeitpunkt geschrieben hat. Das sind alles Gedanken. Das raubt euch den letzten Nerv. Ich sag euch, Dating ist sowas von anstrengend, aber auch Menschen kennenlernen ist sowas von anstrengend. Und deswegen, jemand, der wirklich zu dir passt, bei dem musst du dir solche Gedanken nicht machen, weil der respektiert dich, der ist auch mal nicht sauer, wenn du nicht schreibst, der hat auch Zeit für dich, egal wann, und gleichzeitig hat er auch mal Leerlaufphasen und du bist nicht sauer. Eine wahre, ehrliche, aufrichtige Verbindung kennt in der Form keine Zeit und keine Spielchen und keine Theatralik. Ja, du sollst hier definitiv, ich zoome mal ein bisschen raus, ein bisschen mehr ausprobieren. Das heißt, du bist, ich würde fast sagen, an der Reihe, etwas nach vorne zu treiben. Deswegen, ich glaube, du sollst diese Stagnation auflösen. Du sollst nicht mehr das einfach nur so hinnehmen. Ja, es geht ums Lernen und Lehren. Man darf nicht vergessen, jede Beziehung, die man eingeht, jede Freundschaft, die man eingeht, jede Partnerschaft hat was damit zu tun, dass man immer lernt. Nichts war umsonst. Niemand, kein Ex, keine Ex-Sin war umsonst. Es war nichts umsonst. Du hast deinen Wert kennengelernt. Du hast gelernt, was du nicht möchtest. Du hast gelernt, was du möchtest. Du hast gelernt, wo man synchron sein kann, was schön ist. Dann hast du mitgekriegt, welche Sachen, da war man vielleicht synchron, aber es war gar nicht so wichtig. Es hat einem vielleicht gar nicht so viel bedeutet und man lernt. Man lernt Stück für Stück. Ja, und hör auf, dich immer zusammenreißen zu wollen, weil dazu neigt man ganz oft, wenn man eine Beziehung oder jemanden kennenlernen möchte. Man reißt sich zusammen, man wird zum People-Pleaser, man fängt die ganze Zeit an, jemanden irgendwie nach dem Munde manchmal reden zu wollen, ihn beeindrucken zu wollen, schöner zu sein, als man eigentlich ist. Und das Ding ist, langfristig wird das aber nicht gut gehen, weil kein Schauspiel kann ewig durchgezogen werden. Und das meine ich noch nicht mal böse im Sinne von, du bist jetzt ein Schauspieler oder Heuchler oder sowas, sondern man neigt dazu, sich mehr Mühe zu geben, als man eigentlich müsste. Und es ist nichts gegen mal sich schick machen oder ja, sich anders stylen, aber man sollte es für sich hauptsächlich tun. Man sollte es tun, weil man sich selbst so liebt
und weil man sich selbst gern hat, so wie man das macht und nicht, weil jemand anderes das mag. Das ist ganz wichtig hier an der Stelle, ne? Dass man wirklich sich so gibt, wie man wirklich ist, weil nur das kann auch geliebt werden. Alles andere ist eine Illusion und das bist ja dann gar nicht du. Machen wir noch eine Impulskarte für diesen der Tod. Der Tod steht für Transformation, steht aber auch für etwas beenden, etwas loslassen, etwas hinter dir lassen. Ich habe fast das Gefühl, die Ruhe wird aufgebrochen, es wird stürmisch. Ja, das Zusammenreißen funktioniert nicht mehr, jetzt wird hier was aufgelöst. Du probierst aus und setzt dich auch durch thematisch und das Ganze wird in Ordnung gebracht. Egal wie es ausgeht, egal was für dich kommt. Weil ich habe das Gefühl, es geht nicht um das Resultat, was daraus wird, sondern es geht eher darum, dass du den Weg gegangen bist, mutig zu sein und es auf den Punkt genau anzusprechen und nach vorne zu gehen, aktiv zu sein. Und das ist nämlich das Prinzip der Transformation, dass man etwas tut, was man sich vielleicht sonst nicht traut und auf einmal brechen neue oder reißen alte Wände ein, alte Mauern reißen ein und endlich kann dein wahres Ich zum Vorschein kommen und auch dein Schein kann zum Vorschein kommen und du blühst auf und das ist eigentlich das, worum es geht. Jedes Mal, in jeder Lernbeziehung, in allen Dingen sollst du danach wieder lernen, aufzublühen und das ist gerade ein Prozess, auf dem Weg bist du da gerade. Okay, meine Lieben, das war's zu Paar Nummer 1, falls du dich noch zu einem anderen Paar hingezogen fühlst. Dann schau dir den gerne an, ansonsten schau auch gerne auf meine Webseite, da findest du Infos über mich, mein Leben, meine Arbeit, ich mache Audio- und Videobotschaften, mache Rituale und die vedische Astrologie und falls du mir eine Spende zukommen lassen möchtest, dann kannst du das auch gerne tun und hier nochmal an der Stelle danke alle, die mir eine Spende zukommen lassen, ich freue mich darüber riesig und ich weiß das ganz toll zu schätzen, Dankeschön. Okay, meine Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Hallo, Paar Nummer 2 mit dem Boutique-Quarz. Wir schauen mal, was bei euch reinkommt. Uiuiui. Okay, also wir haben hier den Neuanfang drin liegen. Eine karmische Seelenverbindung. Manche würden jetzt wahrscheinlich sagen, meine Zwillingsseele, Dualseele, wie auch immer. Obwohl ich glaube, Dualseele ist die kritischere. Ich bin ja jetzt nicht so ein Fan von, was das angeht. Ich label zwar alte Seelen, junge Seelen und so weiter, aber ich differenziere das jetzt nicht in Dualseele, Zwillingsseele oder sowas, weil ich für mich festgestellt habe, dass du letztendlich von jeder Seele lernen kannst und jeder irgendwo dir was beibringt und jeder einen Schritt dich weiterbringt auf deinem Weg. Der eine mehr, der andere weniger. Mit dem einen hast du eine stärkere karmische Verbindung, mit dem anderen nicht so stark. Das hat noch nicht mal was mit der Zeit zu tun. Jemand kann 10 Jahre in deinem Leben sein und beeinflusst dich nicht so stark wie jemand, der vielleicht mal 3 Monate drin war. Also ne, das ist da relativ und es spielt im Grunde genommen auch keine Rolle, ob man mit dieser Seele zusammen sein soll, weil ich sage immer, viele Partner oder Menschen, die starken Schmerz verursacht haben, gehen irgendwann. Das sind eigentlich die Seelen, die irgendwann gehen. Und die, wo so eine gewisse Leichtigkeit, Verspieltheit zwar auch eine Lernlektion ist, aber irgendwie das Gefühl, du hast, dass du wirklich sicher aufgefangen wirst, egal wann und derjenige eigentlich nie wieder dich verlassen will oder auch verlassen wird und das auch nie getan hat, ja, nie gedroht hat, nie irgendwie provoziert hat und gesagt hat, dann gehe ich halt oder dann zieh doch aus oder was auch immer, der so ein Spielchen nicht gespielt hat, sondern egal wann immer wieder gesagt hat, ich liebe dich doch oder ich brauche dich oder was auch immer, das sind Menschen, die meinen es wirklich ernst mit dir. Und da muss man wirklich lernen zu unterscheiden, nur weil jemand sagt, nur weil jemand sagt, ich liebe dich, ist nicht immer alles, ne? Die Taten zählen mehr als die Worte. Aber hier habe ich das Gefühl, hier ist ein Neuanfang mit der Person. Vielleicht ist es sogar, irgendwie merke ich sogar, dass es bei manchen die Person ist und bei anderen Personen ist es nicht die Person, die ihr denkt, sondern da kommt jemand ganz Neuer sein, das soll ich euch gerade sagen. Da geht es noch nicht mal um die Person direkt. Ich kann jetzt leider für dich nicht entscheiden, ob du derjenige bist, für den die Person, an die du gedacht hast, zutrifft oder eben der andere. Aber das wird feiern, das ist meine Feierkarte, ja, Celebration, also dass Dinge wirklich gut werden und es einen Grund zum Feiern gibt. Finanzen, ich würde mal sagen, das mache ich hier zu den Finanzen, dass da was reinkommt. Es kann halt sein, dass vielleicht auch parallel eine Stabilität, was die Finanzen angeht, reinkommt. Manche sind ja so, wenn sie in eine Freundschaft gehen, eine Partnerschaft gehen, das wie so eine Art
Fenster geöffnet wird energetisch und dass da auch andere Dinge auf einmal ins Leben kommen. Das heißt aber nicht, dass du eine Partnerschaft sein musst. Du kannst auch Single sein und trotzdem steinreich. Also darum geht's nicht. Aber manchmal ist es so, dass das mit einhergeht. Zumindest ist es hier ein Teil. Ich habe fast das Gefühl, du solltest Finanzen dir nicht verweigern, wenn dich jemand einlädt, wenn dir jemand entgegenkommt. Ich weiß, man soll vorsichtig sein, ne? Gerade Narzissten sind die, die am Anfang die größten Geschenke machen. Die laden dich auf Reisen ein, Urlaube, die schenken dir auf einmal einen teuren Schmuck und diesen Blumensträuße und können dich da bombardieren mit den schönsten Sachen. Permanent geben die Geld aus. Vorsichtig, ja, bei sowas immer vorsichtig sein, weil das ist Huvon bzw. Lovebombing. Das ist eine Taktik, die halten sie nicht ewig durch. Nur das ist immer am Anfang und irgendwann lässt das komplett nach. Die geben am Anfang alles, damit du ja für sie fällst, also dass du im Englischen sag mal falling von them, also dass du dich verliebst und dann irgendwann wissen sie, wenn sie dich in der Tasche haben, dann können sie getrost das alles links und rechts liegen lassen und müssen sich keine Mühe mehr geben. Deswegen da mal gucken, aber wenn du ein gutes Gefühl dabei hast, dass dich jemand mal einlädt oder ja, dich mit irgendwo hinnimmt und du fühlst dich wohl dabei, nicht gezwungen, nicht gedrängt, nicht irgendwie geschubst unnötig, ja, dann darfst du das gerne annehmen. Ja, ich glaube, diese Maske, die du bis jetzt getragen hast, ne, weil wir Frauen oder auch die Männer, wir tragen manchmal eine Maske, weil wir denken, na, uns mag es uns vielleicht keiner oder man muss so gemocht werden, wie es vielleicht, ja, manchmal ist es was Optisches, dass man irgendwie hübscher sein will oder dass man anders redet, ja, dass man vielleicht nicht flucht, weil man denkt, ich will den anderen nicht abschrecken, aber dann in der Beziehung würde man fluchen. Und das sind alles so Masken, ja, das kann manchmal funktionieren, dass man am Anfang nicht gleich so rumpöbelt, aber andererseits ist es halt auch nicht dein wahres Ich dann in dem Moment, ne? Deswegen pass auf, dass du da keine Maske trägst und dass du auch nicht abwesend bist. Viele, die daten oder die Leute kennenlernen, freuen sich so dermaßen über den Kontakt, dass die gar nicht anwesend sind und genau hingucken, was abgeht. Die sind dann manchmal so happy, dass da überhaupt was ist, dass da überhaupt nicht Vorsicht, das ist vielleicht auch übertrieben, aber kein genaues Hingucken. Ja. Ja, derjenige sollte, du solltest vielleicht auch darauf achten, bekommst du Energie oder gibst du nur Energie? Wie viel gibst du? Wie viel gibt der andere? Es sollte eigentlich 50-50 sein, jeder sollte gleich viel geben. Oder sagen wir mal, jeder 100. Eigentlich so, jeder gibt seine 100% oder seine 80 oder was auch immer, aber es sollte gleich verteilt sein und nicht nur der eine meldet sich nur dann, wenn man ihn anschreibt oder derjenige macht nur dann was mit einem, wenn man ihn fragt. Sondern das sollte schon interessant, dass wir das Schneewittchen-Ding haben. Ich meine, Schneewittchen ist in einem gläsernen Sarg und wird geküsst oder es wird geruckelt, dann steht sie irgendwie auf, ne, weil der Apfel irgendwie rausgelöst wird, wie auch immer das passiert ist. Habe ich mich früher immer gefragt, wie lange kann dieser Apfel in dieser Speiseröhre festgesteckt haben und dann muss das ruckeln, damit dieser Apfel rauskommt. Vor allen Dingen, wie kann er rauskommen? Sie ist ja in einem Glassarg und müsste sich ja erstmal wie aufrichten. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich mich das als Kind schon immer gefragt und jetzt gerade kam das jetzt nochmal durch. Da ist so der Mann, der die Frau einfach so einpackt und mitnimmt und sagt, die gefällt mir, die nehme ich. Vorsicht an der Stelle, ja, dass du da dich nicht, weil Schneewittchen muss sehr oft aufpassen. Die hat zwar die 7 Zwerge, bei denen sie wohnt und wo sie sich ein bisschen um die kümmert und die gehen Bergbau und das Ganze, aber das ist ja keine romantische Beziehung. Das ist ja wirklich so Art Freundschaft. Familie schon fast. Und dann kommt da einer und nimmt sie, will sich zwar um sie kümmern, aber sie ist nicht bewusst. Ja, sie ist abwesend. Und da muss man ein bisschen, sie wacht sozusagen auf. Das ist fast so als, ja stimmt, ne, es ruckelt, damit Schneewittchen wach wird. Könnte man auch sehen. Also ein bisschen wachsamer sein, ein bisschen aufpassen. Ich merke nämlich, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich glaube, dass da eigentlich jemand anderes kommt. Und ja, ich spreche jetzt hier hauptsächlich wahrscheinlich in Richtung Mann. Ihr könnt das für euch legen, wie ihr wollt, vom Geschlecht her, weil ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit die ganzen Pronomen und Artikel ändern. Es ist sonst zu kompliziert und ich höre da nicht mehr richtig, was durchkommen soll. Da ist jemand anderes
glaube ich, der für euch wirklich passt. Und ihr sollt momentan aufpassen bei dem, was ihr da gerade habt. Ja, ihr werdet die Dinge für euch verwirklichen können. Ich habe das Gefühl, ihr werdet auch glücklich in der Zukunft. Das ist, ich merke ja so eine Energie, da ist so eine Schwere, obwohl ich hier den Neuanfang sehe, auch das Karmische und das Feiern, spüre ich auch aber parallel eben, und das ist das Verwirrende, dass ihr eine Maske tragt, dass ihr nicht ihr selbst seid, dass ihr vielleicht euch selbst manchmal sogar Finanzen verweigert, Geld für euch auszugeben oder für euch da zu sein oder für euch zu feiern. Ihr seid manchmal nicht wirklich bewusst, wenn es um diese eine Person geht, an die ihr da denkt. Ihr seid da zu sehr in diesem Taumel von, oh ja, juhu, schön. Achtet nicht darauf, ob wirklich ein Energieausgleich stattfindet, und solltet gucken, ob so ein Täter-Opfer-Prinzip da besteht, ja, dass jemand zu sehr Macht ausübt oder Kontrolle ausübt oder Dominanz. Da solltet ihr ein bisschen drauf achten. Ja, Glaube versetzt Berge, das ist auf jeden Fall was, aber da müssen wir mal gucken. Ja, ich glaube, ihr sollt glauben, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt. Irgendwie spüre ich, dass es für euch andere Möglichkeiten gibt, die richtig, richtig gut sind. Und dass ihr aufpassen sollt, nicht in Abhängigkeit zu gelangen. Und Abhängigkeit ist etwas, wo du denkst, es gibt nichts Besseres mehr. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, oh, da kommt noch was Besseres und ich warte, weil solche Leute gibt es ja auch. Aber so dieses aus Verzweiflung sich auf was einlassen, obwohl man fühlt, es ist nicht das Optimale, aber man denkt, da kommt ja eh nichts mehr, also nehme ich das, was da ist. Und das ist so ein bisschen Schnäppchenjäger-Ding, so, oh, ist günstig, also kaufe ich es, aber ich weiß nicht, wenn es teuer wäre, ob ich es nehmen würde. So vom Prinzip. Ja, also es ist ein komplizierter Peil. Aber gleichzeitig sagt er extrem viel aus. Ich mache jetzt noch eine Impulskarte, damit wir mal gucken, in welche Richtung das hier noch geht. Der Stern. Das heißt, eigentlich werden deine Wünsche und Hoffnungen erfüllt, aber ich bin mir nicht sicher, ob es die Person ist, an die du glaubst. Sondern ich glaube, du solltest glauben, dass da mehr für dich in petto ist und dass es etwas ist, was auf dich zukommen wird. Weil das ist hier so die Seelenwanderung. Ich habe das Gefühl, derjenige findet dich und diese Begegnung wird von oben geführt und das ist nichts, was man erzwingen kann. Und das ist etwas, das fühlt sich ganz natürlich an und leicht. Und da wird auch dieser Energieausgleich stattfinden. Ja. Okay, also das ist das, was ich jetzt aus Peil Nummer 2 ziehen konnte. Verwirrend, aber trotzdem eindeutig. Je nachdem, was da bei dir zutrifft, pickst dir raus, wo du das Gefühl hast, definitiv, das ist meine Antwort oder das ist an mich gerichtet. Alles andere lässt du los und nimmst es dir nicht zu sehr an, weil, wie gesagt, allgemeine Legung, da kann ich nicht speziell immer nur für einen sprechen. Aber manchmal ist es so, dass es genau zutrifft. Das ist halt im Grunde genommen, in allem steckt immer eine Botschaft drin. Und wenn es nur ein Satz war, der für dich war. Ja, meine Lieben, das war's zu Peil Nummer 2. Falls du dich noch zu einem anderen Peil hingezogen fühlst, dann schau dir den sehr gerne an. Schau gerne auch auf meine Website, da findest du Infos über mich, mein Leben, meine Arbeit. Ich mache Audio- und Videobotschaften, Rituale und die vedische Astrologie. Und falls du mir eine Spende zukommen lassen möchtest, dann kannst du das auch. Dort hast du Daten, dass du mir was überweisen kannst. Und ich sage hier schon mal an dieser Stelle an alle Dankeschön, die mir bis jetzt was gespendet haben. Ich bin sehr, sehr dankbar und ich wertschätze das extrem. Dankeschön. Bis dann, ihr Lieben. Hallo, bei Nummer 3 mit dem Fuchsit. Ich denke immer, so ein Fuchsit müsste doch eigentlich orange sein, wegen Fuchs, aber ja, das ist nur mein Kopf. Dann schauen wir mal, wo hier, okay. Hier geht es einmal um das dritte Auge, Stirnchakra. Da öffnet sich was. Mal haben wir auch noch das Herzchakra und den Zwilling, also die Kommunikation. Das heißt, hier geht es um intensiven Austausch mit deiner Intuition, aber auch mit deinem Herzen. Das ist die Verbundenheit zwischen allen dreien.
Hier muss man auch wieder ein bisschen aufpassen, ne? Zwilling kann dazu neigen, eine Maske zu tragen. Das ist nicht immer böse. Ja, das kommt immer drauf an. Ich sage ja immer, je älter die Seele, umso mehr können die Sternzeichen eher die positiven Sachen hervorrufen. Klar kann das Negative auch da sein, aber es ist nicht mehr so dominant. Deswegen, wenn man über ein Sternzeichen nachdenkt und denkt in irgendeiner Form, oh, dieses Sternzeichen, das ist immer so zwiespältig und hinterlistig, das sind oft jüngere Seelen und dann passt Zwilling da sehr gut. Weil letztendlich kann jedes Sternzeichen eine extrem negative Seite haben und jünger die Seele, umso stärker die negative Seite, weil die Lehrlektion noch nicht da war. Heißt nicht, dass eine alte Seele nicht trotzdem auch mal die Seite zeigen kann, aber es ist nicht so präsent, nicht so prozentual präsent. Ja. Du bist auf jeden Fall selbstbestimmt, was das angeht, was auch diese Sache hier angeht mit demjenigen oder derjenigen. Das Thema Schuld sollte eigentlich nicht hochkommen, aber das ist manchmal so. Entweder fühlt man sich schuldig, das was gut läuft, das was zu gut läuft. Man fühlt sich manchmal auch schuldig. Manchmal denkt man auch, man verdient etwas nicht. So, man ist irgendwie das wie so eine Schuld, dass man so viel vielleicht schon falsch gemacht hat, dass man nicht verdient, glücklich zu sein. Obwohl man es unbedingt will, glaubt man es aber irgendwie nicht. Was auch immer du fühlst, du sollst diese Gefühle aufrechterhalten. Weil das ist eine Absprache, die da gerade stattfindet. Und wisst ihr was, wenn man zum Beispiel verknallt ist oder jemanden toll findet, dann darf man verliebt sein, selbst wenn der andere nicht zurückliebt. Man darf. Man muss nicht, auch wenn Menschen sich trennen oder jemand einen verlassen hat, man muss nicht sagen, oh, jetzt liebe ich diese Person nicht mehr. Ja, klar, wenn dir danach ist und du sagst, oh mein Gott, ich hasse denjenigen oder diejenige, oh mein Gott, ich will nicht mehr, vollkommen in Ordnung, darfst du machen, wütend sein ist wichtig. Wenn du aber denkst, nein, ich liebe noch, dann darfst du auch das, weil es gibt eigentlich kein, ich muss mich entlieben. Für manche ist es wichtig, weil man dann loskommt. Manchmal ist es aber auch so, dass es auf den Grund ankommt, warum man sich trennt oder warum etwas nicht klappt. Man darf trotzdem jemanden noch lieben. Es ist nicht mehr die Liebe, wie ich will mit demjenigen in der Zukunft zusammen sein, mir was aufbauen und ein Leben kreieren, aber es ist eine Art Liebe für die Seele da drin, für den Menschen in demjenigen, also die Person sozusagen. Und dann darf man auch nach Jahren noch lieben und auch ein Partner, den du jetzt hast, ja, der dann für dich da ist, würde sogar verstehen, wenn du sagst, ja, ich habe da noch Liebe für jemanden, weil er würde sich nicht bedroht fühlen, der Partner, sondern er wüsste, ja, ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie das ist und auch ich habe solche Gefühle. Und das heißt nicht, dass man mit denjenigen automatisch zusammen sein möchte. Es ist manchmal einfach nur auch so eine Wehmut und so eine Sehnsucht nach etwas, was man kannte. Ja, also du musst nicht funktionieren für niemanden. Wenn du irgendwie noch Sehnsüchte hast oder mitkriegst, dass in deinem Leben vielleicht schon mal was besser war oder es etwas gab, was sich sehr, sehr gut angefühlt hat und du bekommst es nicht sofort wieder zu demselben Maß. Ist nicht schlimm. Es ist was Neues, es ist was anderes. Ja? Gehört auch mit zur Entwicklung dazu. Hier haben wir auch ein bisschen Magie mit dem Spiel. Ich glaube, das, was dir bevorsteht hier, ist etwas Magisches. Auf das du dich wahrscheinlich nicht drauf einlassen möchtest. Das ist das Interessante. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass ich oft meinen Kopf hatte, der gesagt hat, oh nein, derjenige ist so falsch für dich, mach das nicht, das geht gar nicht. Und dann war aber meine Intuition, die gesagt hat, doch, triff dich mit denjenigen, selbst wenn da nichts entsteht oder da nicht die große Liebe draus wird, weil die Sache an sich in dem Moment wichtig war, dass es passiert, dass da gerade eine Vereinigung stattfindet oder ein Austausch stattfindet oder auch eine Selbsterkenntnis. Manchmal müssen solche Momente passieren, weil sie wieder was anderes im Leben ausgleichen. Wir sehen das oft immer so isoliert und denken, oh, ich darf mich nicht auf jemanden einlassen, der vielleicht nicht komplett offen für was ist oder der vielleicht jetzt noch verschlossen ist. Man darf sich auf Dinge einlassen. Bis man, und das ist dann der wichtige Punkt, irgendwann kommt man an den Punkt, wenn man merkt, okay, es entwickelt sich dann gar nicht. Und man merkt, man entwickelt sich aber selber weiter.
Und dann hängt's an einem dran, wie so ein alter Sack. Dann darf man den alten Sack hinter sich lassen und darf den abschütteln. Und das ist etwas, dann fühlt sich das natürlich an, ja? Wenn du immer noch Lust hast, irgendjemanden anzuschreiben, zu daten, zu machen, dann sage ich immer, hat man immer noch nicht die Nase voll von etwas. Und deswegen darf man auch probieren, ja? Und deswegen, du darfst dich darauf einlassen, fühl dich da nicht schuldig, ja? Es gibt so Menschen, die sagen dann immer, oh nein, das darf ich nicht und hier und ach. Und mir fallen irgendwie gerade jetzt auch so Sachen ein, wo Männer und Frauen verheiratet sind, fremdgehen und sich Menschen dann immer schuldig fühlen, dass sie das nicht gewusst haben, zum Beispiel, dass jemand verheiratet war. Und ich, hey, ich will hier nicht das Fremdgehen oder irgendwas in der Form schönreden. Ich sage nur, dass Dinge nie ohne Grund passieren und dass wenn irgendjemand fremdgeht oder irgendjemand nicht mehr in der Beziehung sein möchte, dann hat das einen bestimmten Grund und die Sache soll passieren oder musste passieren. Und es gibt im Grunde genommen nicht die Schuld, sondern es gibt immer ein, da waren Sachen nicht ausgesprochen oder derjenige hat sich selbst noch nicht so gut gekannt oder kann so viele verschiedene Gründe geben. Und deswegen jeder, der mal sagt, oh Gott, derjenige ist mir fremd gegangen und die böse war es oder der böse war es, es sind ja immer mehrere Menschen, die involviert sind. Es ist ja viel komplizierter, als dass man einfach nur mit dem Finger auf jemanden zeigt. Ja, man selbst ist davon auch immer betroffen. Und wenn man in einer Beziehung war die ganze Zeit und da eigentlich schon gar nicht mehr sein wollte und der Betrug, ja, von dem anderen eigentlich jetzt der Startschuss für was Neues sein sollte, endlich. Ja, weil man es vorher vielleicht nicht sich getraut hat zu sagen, finito, und die Sache musste dann passieren oder was anderes. Aber es ist nie sinnlos. Ja, alles hat immer eine Ursache und hat immer einen Sinn für dein Leben. Deswegen auch hier. Hör auf zu funktionieren, hör auf dir was einzureden, ne, dass du irgendwie vielleicht was nicht so tun darfst. Und ich habe auch das Gefühl, dieser Peil hier soll definitiv nicht in Stigmata denken. Also nicht in Kategorien Ehe, Beziehung, Freundschaft plus, sondern wirklich so sich darauf einlassen, auf das, was du möchtest. Und wenn dieses nicht gut geht und du dann traurig bist und mal eine Runde rumbrüllst und schreist, dann hast du es gebraucht. Ansonsten würdest du jetzt ein klares Nein bekommen oder ein klares Ja bekommen. Manchmal muss man genau das ausprobieren, um es rauszufinden. Ich sage immer, wenn du dich nicht entscheiden kannst, wenn du hin und her schwankst, bist du noch nicht an dem Punkt, dass du eine klare Antwort für dich hast. Ja, habe ich ja gesagt, alles hat einen Sinn. Und auch das hier hat einen Sinn. Wenn du dich erdrückt fühlst von deinen Gefühlen oder von einer anderen Person, dann ist es auch ganz wichtig, dem nachzugehen. Ja, wenn du merkst, jemand bedrängt dich vielleicht oder will dir gegenüber irgendwie was, was du nicht möchtest, klare Kommunikation und sagen, ist nicht. Mut in die Hand nehmen, Mut fassen, Herz fassen und sagen, ist nicht. Fühle ich mich nicht wohl mit. Und sich nicht reinreden lassen. Und genauso andersrum demjenigen sagen, hier, wenn du so dich verhältst, wie du dich verhältst, fühle ich mich nicht wohl. Ja, ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr richtig leben. Auch da, sobald man sich irgendwie von einer Person oder den Emotionen, die man hat, erdrückt fühlt, offen kommunizieren. Weil du wirst gewertschätzt und du bist auch jemand, der andere Menschen wertschätzt. Nicht schuldig fühlen, nur weil du deine Meinung sagst. Ganz viele Menschen haben diese Angewohnheit, zu sagen, ich kann doch nicht sagen, was ich denke und fühle, dann verletze ich doch jemanden. Dann denkt er, ich wertschätze den vielleicht nicht oder habe die Zeit nicht gewertschätzt. Absoluter Quatsch. Wenn derjenige denkt, dass du ihn nicht wertschätzt, dann ist das etwas, was er in seinem Kopf gespeichert hat, wo er selbst an sich arbeiten müsste. Ja, wenn da irgendjemand sauer wird, wenn du was auf den Tisch packst, das ist den sein Problem. Genauso, wenn dir zum Beispiel jemand sagt, mit dir möchte ich nicht zusammen sein oder ich kann mir keine Beziehung mit dir vorstellen und du brichst zusammen oder bist total traurig oder wirst total wütend, dann ist das die Wertschätzung dir gegenüber, die du nicht hast, weil du in dem Moment denkst, du bist ein schlechter Mensch, du bist nicht gut genug, irgendwas stimmt nicht mit dir. Das sind deine negativen Gedanken. Im Grunde genommen sagt der andere das gar nicht. Er sagt einfach nur, entweder er kann nicht oder er will nicht oder was auch immer da mit ihm ist. Es hat letztendlich aber nichts damit zu tun, dass du falsch bist. Es passt einfach nur nicht. Und das ist so eine Annahme, wenn du das verstehst, dass du deinem Herzen immer folgen kannst, dass du ausprobieren kannst und wenn Dinge nicht gut gehen, dass es nichts mit dir zu tun hat in dem Sinne, sondern dass es
einfach gerade nicht passt oder dass es einfach nicht der Weg ist und dass es immer das Universum dir niemals etwas wegnehmen würde, was für dich bestimmt ist. Niemals. Es würde dir nie etwas wegnehmen. Und deswegen, wenn irgendjemand sich nicht mehr meldet, wenn du mit irgendjemandem keinen Kontakt mehr hast, dann ist das ein Segen, nie ein Fluch. Ja, und wenn in Zukunft, weil ich habe das Gefühl, du bist im Einklang mit deinem Herzen und auch mit deinem Geistführern. Du wirst offener kommunizieren, was auf deinem Herzen liegt. Und du wirst sagen, wenn du dich erdrückt fühlst und du wirst sagen, wenn du denjenigen wertschätzt und du wirst selbstbestimmter sein. Und das ist, glaube ich, was hier viel, viel wichtiger ist, sich auf dieses Thema schuldig fühlen, wenn man etwas sagt und Ausdruck nicht einzulassen, dass man nicht mehr funktioniert für jemand anderen, dass man die magische Seite auch ein bisschen zeigt, indem man einfach mal das Leben auch ein bisschen passieren lässt, die Kontrolle ein bisschen abgibt und guckt, was passiert denn, wenn ich mal mich anders gebe, ja, wenn ich mich mal leichter gebe, wenn ich mal die Probleme von mir wegschiebe und wenn ich mal nicht immer alles auf mich beziehe und nicht alles projiziere, sondern wirklich einfach mal gucke, wie sich was entfaltet. Außer du kriegst ein absolutes No in dir, dann hör da drauf. Ich habe in meinem Leben auch schon oft gedacht, ach, ich guck mal und habe ein klares Nein gekriegt und dann bin ich dieses Nein übergangen. Aber man wird schlauer aus sowas. Man wird schlauer aus sowas. Man übergibt sich dann irgendwann nicht mehr. Dann schauen wir mal jetzt noch in die Impulskarte. Das war die Post. Schauen wir jetzt mal in die Impulskarte. Der Wagen. Ich sag ja, ihr fahrt auf etwas zu, was definitiv gut für euch ist. Ich habe ja gesagt, lasst die Magie ein bisschen. Lasst dieses Leben auf euch zukommen. Seid ehrlich mit euch selbst. Vertraut euch. Vertraut auch in das Thema Liebe, Freundschaft, Aufrichtigkeit. Lasst euch nicht auf Spielchen ein. Und probiert euch auch aus, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt kein klares Ja oder kein klares Nein. Probiert einfach Dinge aus, damit ihr das klare Ja oder Nein bekommt. Und wollt nicht schon, ich habe fast das Gefühl, wollt nicht schon vorher wissen, wie es ausgeht. Weil wenn ihr keine Intuition bekommt, keinen Impuls bekommt, dann ist es, weil ihr die Sache machen sollt oder ausprobieren sollt. Und das ist manchmal wichtiger, als zu wissen, wo es hinführt. Ja, auch ein interessanter, spannender Peil hier. Aber definitiv wichtig anscheinend. Einiges sollte rauskommen. Wie gesagt, nimm dir das an, wo du dich auch zu berufen fühlst, wollte ich schon sagen, wo du dich angesprochen fühlst. Und alles andere lässt du für dich weg. Und ich würde sagen, das war's jetzt für Peil Nummer 3. Schau gerne auch auf meine Website, da findest du auch ein bisschen Infos über mich, mein Leben, meine Arbeit. Ich mache Audio- und Videodateien, Botschaften, Rituale. Und falls du mir eine Spende zukommen lassen willst, findest du da auch was auf meiner Website. Und ich würde sagen, danke nochmal an alle, die auch bis jetzt gespendet haben. Bin unheimlich dankbar, dass ihr das tut und ich wertschätze das enorm. Und ja, das gibt mir auch ganz viel Kraft und Bestätigung und hilft mir auch enorm. Deswegen danke an dieser Stelle und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Macht's gut.